Glocke tönt. Die fürchterliche durchschauert die berußten Mauern. Nicht länger kann das Ungewisse der ernstesten Erwartung dauern. Schon hellen sich die Finsternis. Schon in der innersten Fiole erglüht es wie lebendige Kohle. Ja, wie der herrlichste Karfunkel verstrahlen Blitze durch das Dunkel. Ein helles weißes Licht erscheint. Oh, dass ich's diesmal nicht verliere! Oh Gott, was rasselt an der Türe? Willkommen, es ist gut gemeint. Willkommen zu dem Stern der Stunde. Doch haltet Wort und Atem fest im Munde. Ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht. Was gibt es denn? Es wird ein Mensch gemacht. Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Behüte Gott! Wie sonst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitel Possen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die holde Kraft, die aus dem Innern drang und nahm und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen, erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen. Die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran ergötzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig höhern Ursprung haben. Es leuchtet, seht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass, wenn wir aus 400 Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, in einen Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im Stillen abgetan. Es wird, die Masse regt sich klarer, die Überzeugung wahrer, was man an der Natur Geheimnisvolles pries, das wagen wir verständig zu probieren. Und was sie sonst organisieren ließ, das lassen wir kristallisieren. Wer lange lebt, hat viel erfahren. Nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehen. Ich habe schon in meinen Wanderjahren kristallisiertes Menschenvolk gesehen. Steigt, es blitzt, es häuft sich an. Im Augenblick ist es getan. Ein großer Vorsatz scheint im Anfang toll. Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen. Und so ein Hirn, das trefflich denken soll, wird künftig auch ein Denker machen. Das Glas ertönt von lieblicher Gewalt. Es trübt, es klärt sich, also muss es werden. Ich sehe in zierlicher Gestalt ein artig Männlein sich gebärden. Was wollen wir? Was will die Welt nun mehr? Denn das Geheimnis liegt am Tage. Gebt diesem Laute nur Gehör, er wird zur Stimme, wird zur Sprache. Ja! Nun, Väterchen, wie steht's? Es war kein Scherz. Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz. Doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe. Das ist die Eigenschaft der Dinge. Natürlichen genügt das Weltall kaum. Was künstlich ist, verlangt geschlossenen Raum. Du aber, Schalk, Herr Vetter, bist du hier? Im rechten Augenblick? Ich danke dir. Ein gut Geschick führt dich zu uns herein.
Was gibt's zu tun? Hier, zeige deine Gabe. Fürwahr, du bist ein allerliebster Knabe. Bedeutet, schön umgeben, klar Gewässer im dichten Haine, Frauen, die sich entkleiden, die allerliebsten, das wird immer besser. Doch eine lässt sich glänzend unterscheiden, aus höchstem Helden, wohl aus Götterstamm. Doch welch Getöse, rasch bewegter Flügel, welch Sausen, Plätschern, wühlt im glatten Spiegel. Die Mädchen fliehen verschüchtert, doch allein die Königin, sie blickt gelassen drein und sieht mit stolzem weiblichem Vergnügen der Schwänefürsten ihrem Knie sich schmiegen. Zudringlich zahm erscheint sich zu gewöhnen. Auf einmal aber steigt ein Dunst empor und deckt mit dicht gewebtem Flor die lieblichste von allen Szenen. Was du nicht alles zu erzählen hast. So klein du bist, so groß bist du Phantast. Ich sehe nichts. Waldquellen, Schwäne, nackte Schönen, das war sein ahnungsvoller Traum. Wie wollt er sich hierher gewöhnen? Ich, der bequemste, duld es kaum. Jetzt eben, wie ich schnell bedacht, ist klassische Walpurgisnacht. Das Beste, was begegnen könnte, bringt ihn zu seinem Element. Wohin denn aber soll die Fahrt sich regen? Mich widern schon antikische Kollegen. Nordwestlich, Satan, ist dein Lustrevier. Südöstlich, diesmal aber segeln wir. An breiter Fläche fließt Peneios frei. Und wenn ich von thessalischen Hexen rede, so denk ich, habe ich was gesagt. Thessalische Hexen? Wo? Das sind Personen, nach denen habe ich lang gefragt. Mit ihnen Nacht für Nacht zu wohnen, ich glaube nicht, dass es behagt. Doch zum Besuch. Versuch, und ich? Eh nun, du bleibst zu Hause, Wichtigstes zu tun. Entfalte du die alten Pergamente, nach Vorschrift sammle Lebenselemente und füge sie mit Vorsicht eins ans andere. Das was bedenke, mehr bedenke wie. Indessen ich ein Stückchen Welt durchwandre, entdecke ich wohl das Tüpfchen auf das I. Leb wohl! Leb wohl! Das drückt das Herz mir nieder. Ich fürchte schon, ich sehe dich niemals wieder. Nun zum Peneios, frisch hinab! Herr Vetter ist nicht zu verachten. Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten.